Unser Firmengründer, Herr Volkmar Wiewiol, hatte schon als Jugendlicher Bienen. Und auch sein Enkel hat Bienenvölker gehabt und Hummelvölker. Und dann hat er von Bekannten erfahren, dass das Insektensterben immer größeres Ausmaß annimmt und hat uns gefragt, was wir für Ideen haben, dem entgegenzutreten. So ist die Idee entstanden, dass wir auf unserem Firmengelände eine Blühwiese machen, wo eben nicht nur die Honigbiene sich wohlfühlt, sondern auch andere Insekten. Also die Honignutzung ist natürlich ein nettes Beiprodukt. Wir haben hier, wie Sie im Hintergrund vielleicht sehen können, zwei Bienenvölker, die von einem Imker, der bei uns Mitarbeiter ist, betreut wird. Da schleudern wir den Honig und dieses Jahr haben wir 40 Kilo erstmalig geerntet, also natürlich noch sehr überschaubar. Das haben wir dieses Jahr in kleine Gläser abgefüllt, sodass hoffentlich fast jeder Mitarbeiter, also Eile ist da geboten, ein Glas erhaschen kann von unserem eigenen Honig. Also ich bin Hobbyimker bei mir zu Hause und eben durch die Aktion, die wir hier aufgebaut haben, ja, war eben unsere Intention auch hier Bienenvölker zu betreuen, was ich eben übernehme. Die Biene ist halt im Gegensatz zu wilden Insekten betreuungsbedürftig, also man muss die ein oder anderen Handgriffe dort durchführen, ja. Also wir haben uns damit beschäftigt, das ist natürlich Erweiterungsfläche, die irgendwann auch mal weichen muss, wenn die Gebäude größer werden, aber so lange wollen wir sie eben bestmöglich für die Natur nutzen, das heißt, sowohl den Bodenaushub, den wir hatten, haben wir hier platziert und mit Steinen und Kieseln drapiert, dass da eben Eidechsen oder eben auch Insekten sich ansiedeln können und das größte Projekt ist eben die Bienenblühwiese hier auf 10.000 Quadratmeter Fläche, wo wir eine heimische Saatenmischung genommen haben, die wir also ausgebracht haben und die mehrjährig blüht.